Guten Abend zum Arte-Journal. Willkommen, schön, dass Sie zusehen. Unsere Themen. Könnte er der Königsmacher werden? Die spanischen Sozialisten umwerben den katalanischen Exilministerpräsidenten Carles Puigdemont. Außerdem, so viele Asylanträge wie seit Jahresbeginn wurden das letzte Mal in der Flüchtlingswelle 2015-2016 gestellt. Die jüngsten Zahlen der EU-Asylagentur. Und wir blicken nach Potsdam, wo die Sorge wächst, dass die weltberühmten Babelsberger Filmstudios schließen müssen. Aber zuerst nach Spanien, wo die Spannung steigt, wer das Land regieren wird. Noch wird sondiert. Der konservative Wahlsieger Feijóo allerdings gilt als zu schwach, um vom Parlament zum Regierungschef ernannt zu werden. Jetzt ist Spaniens Linke in die Offensive gegangen, sucht das Gespräch mit dem rebellischen Separatistenführer aus Katalonien, Carles Puigdemont, und ist offenbar bereit, auf Prinzipien zu verzichten. Lionel Julien. Build your dreams. Marketing-Slogan der chinesischen Automarke BYD, die Sie in Zukunft vermutlich auch auf deutschen Straßen rollen sehen werden. Denn BYD legt sich mächtig ins Zeug, um der neue Volkswagen zu werden, ebenso wie einige andere chinesische Autohersteller. Sie setzen auf Elektro und produzieren so günstig, dass hierzulande keiner mithalten kann. Und nirgends ist das gerade besser zu beobachten als auf der IAA in München. Die internationale Automobilausstellung ist seit heute fürs breite Publikum geöffnet. Jasmin Astaki-Bardet und Lena Reich. Bleiben wir in Deutschland und blicken ins politische Berlin, wo der Bundestag bis Freitag über den neuen Haushaltsentwurf diskutiert. Klar ist, alle Ministerien müssen sparen. Aufhorchend lässt vor allem, wo das Bundesinnenministerium den Rotstift ansetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung soll 20 Millionen Euro weniger bekommen. Und das in Zeiten von Fake News und AfD. Immerhin war das Haus gegründet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratisierung zu fördern. Robert Handrak war für uns bei einem Seminar der Bundeszentrale in Bonn. Wer nach Europa kommt, will offenbar vor allem nach Deutschland. Im ersten Halbjahr 2023 haben mehr als 500.000 Menschen in der EU, Norwegen und der Schweiz Asyl beantragt. Jüngste Zahlen der EU-Asylagentur. So viele Anträge gab es das letzte Mal während der großen Flüchtlingswelle 2015 und 2016. Interessant dabei ist, dass in Deutschland doppelt so viele Asylgesuche eingehen wie etwa in Spanien und Frankreich, wo Barbara Loch ihren Bericht beginnt. Auch den Irak verlassen jedes Jahr Zehntausende. Unsere Korrespondentin berichtet für uns aus der autonomen Region im Nordosten, wo sich vor allem junge Kurden auf der Suche nach einer besseren Zukunft Richtung Europa aufmachen. Jeder vierte junge Mann zwischen 15 und 29 hat keinen Job. Um ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben, müssten jährlich 50.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist weit entfernt von der Realität. Ein Schlepper und ein junger Kurde haben unserer Reporterin von ihren Ausreiseerfahrungen erzählt. Es sieht aus wie auf einem fremden Planeten. Mitten in der Wüste im US-Bundesstaat Nevada entsteht jedes Jahr Ende August eine temporäre Stadt namens Black Rock City, aufgebaut von über 60.000 Menschen aus der ganzen Welt, die das sogenannte Burning Man Festival feiern. Dieses Jahr allerdings versank das Wüstenfestival nach heftigen Regenfällen im Schlamm. Jetzt haben die Veranstalter die Abreise freigegeben und müssen sich zunehmend fragen lassen, wie viel von der ursprünglichen Idee noch übrig geblieben ist. Fred Toussaint. Sie gelten als die Wiege des deutschen Films. Nosferatu, der DDR-Klassiker Die Legende von Paul und Paula, internationale Blockbuster wie das Bourne-Ultimatum, all das wurde in den Filmstudios Babelsberg gedreht. Und jetzt steht das älteste Großatelier der Welt offenbar vor dem Aus, nachdem es eine amerikanische Immobilienfirma vor 2 Jahren aufgekauft hat. Seitdem gehen die Aufträge so zurück, dass die über 100 Beschäftigten jetzt in Kurzarbeit sind. Über die ungewisse Zukunft des Traditionsunternehmens berichtet aus Potsdam Moritz Wulff. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich Ihnen. Schauen Sie morgen wieder rein. Wir freuen uns. Ademar. Thank you.